In Ortschaften und Städten liegt das Geschwindigkeitslimit meist bei 50 Stundenkilometer. Viele Autofahrer fahren aber auch gerne mal schneller. Doch was viele nicht wissen, ein Verkehrsunfall bei solchen Geschwindigkeiten endet für Fußgänger meist tödlich, wie der Crashtest zeigt. Den meisten Leuten ist ja überhaupt nicht klar, was 50 Kilometer pro Stunde bedeuten, die man in der Stadt normalerweise fährt. Dieses Auto ist jetzt hier mit 60 Stundenkilometern angekommen, also das, was die meisten an Überschreitung mal so tolerieren, und hat dann runtergebremst auf knapp unter 50. Das heißt schon sehr viel, denn normalerweise bei dieser Geschwindigkeit brauchen sie ungefähr 25 Meter Reaktionsweg, bevor sie überhaupt anfangen zu bremsen. So viel Zeit haben sie in der Stadt ja meist gar nicht. Und trotz allem sieht man eben hier, dass dieser Dummy nicht nur schwer verletzt worden wäre, sondern tot wäre. Und zwar, weil er erstens mit dem Kopf in die Scheibe prallt und zweitens dann nochmal ganz schwer auf die Fahrbahn. Und das sollte jedem zu denken geben und deswegen zeigen wir das hier. Siegfried Brockmann vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GDV hat mit Unfallanalytikern den Crash aufwendig nachkonstruiert und simuliert. Für die Experten sind vor allem die gesammelten Daten interessant, um solche Unfälle besser zu verstehen. Für den Leiter der Unfallforschung steht aber noch ein ganz anderes Anliegen im Fokus. Für mich ist aber viel spannender, dass ich den Menschen zeigen kann, was das bedeutet, wie dieser Mensch geflogen wäre, wenn dieser Realunfall so stattgefunden hätte. Und die Bilder sind eindrücklich schockierend. Deshalb fordert Siegfried Brockmann auch ein Umdenken, um die Sicherheit im Verkehr zu verbessern. Ich bin schon lange der Meinung, dass eine Regelgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern in der Stadt und insbesondere in Wohngebieten und für Kitas viel zu schnell ist. Da dürften eigentlich maximal 30 Stundenkilometer gefahren werden, denn selbst wenn ich 30 fahre, habe ich ja immer noch einen Reaktionsweg. Und diese Unfälle hier sind eben für den Fußgänger in der Regel tödlich und das sehen wir auch in den Städten, insbesondere alte Leute, die sehr oft getötet werden als Fußgänger.